Ja, wir haben heute in der Ratssitzung einen Antrag eingebracht zur Sicherung der Düsseldorfer Wasserversorgung. Das ist für uns ein ganz wichtiges, bedeutsames Thema. Wasser, Trinkwasser ist kein Marktsegment, sondern das ist Daseinsvorsorge für die Bevölkerung. Wir wollen, dass hier dadurch bedingt, dass die EU jetzt hier Richtlinien auflegt, die eine Privatisierung und eine Ausschreibung erfordern, dass hier sehr gut geprüft wird, wie es möglich ist, am bestmöglichen das Trinkwasser zu sichern, zum Beispiel über eine Rekommunalisierung oder eine Teilrekommunalisierung. Wir wollen hier ein Gutachten mit externem Sachverstand. Leider haben CDU und FDP diesen Antrag abgelehnt.